Ja, das wäre schön. Das liegt in der Gunst des Lebensmitteleinzelhandels, ob er aus Schweinefleisch eine Marke macht. Also eine Herstellermarke gibt es bisher nicht. Aber wenn man das Schweinefleisch als Marke zum Verbraucher bringen könnte, wäre schön, aber es wird doch dann noch ein langer Weg. Ob privates Tierschutzleben, des Tierschutzbundes oder staatliches des Ministeriums hat eine Chance, wenn die Beteiligten der Wertschöpfungskette dazu bereit sind, diesen Weg zu gehen. Das setzt einmal voraus, dass wir höhere Anforderungen haben als der gesetzliche Standard. Da haben Landwirte sehr gute Erfahrungen schon heute mit dem Tierschutzleben des Tierschutzbundes gemacht. Es geht in wesentlichen Punkten. Aber dann kommt es natürlich auf die Schnittstelle zum Verbraucher an, auf den Lebensmitteleinzelhandel, ob er das vermarkten will. Es geht aber auch nur in der Vermarktung ökonomisch, wenn wir einen Weg finden, das ganze Schwein zu vermarkten. So wie das in den Niederlanden passiert mit dem Better Leven, das ist ja eine Marke des niederländischen Tierschutzbundes. Ja, dass sie die Unterstützung des Handels für so eine Marke überhaupt bekommen, dass man das dann auch mit viel Kraft und Mut auf breite Ebene stellen muss und dass sie auch bereit sind, diese Erfahrung zu machen, Veränderungen im Stall vorzunehmen und das geht.